Mit einem Gedenkgottesdienst am 30. Dezember 2011 in Altensheim würdigte der KAB Diözesanverband Eichstätt die großen Leistungen seines Gründervaters, Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler. Am 25. Dezember wäre dieser 200 Jahre alt geworden. Der Diözesanpräses der katholischen Arbeitnehmerbewegung Eichstätt, Domvikar Michael Konieczny, zelebrierte die Eucharistiefeier zusammen mit Pfarrer Christian Konieczny und dem langjährigen Diözesanpräses Pfarrer Hans Schmidlein. In seiner Predigt erinnerte Konieczny daran, dass die Forderungen von Bischof Ketteler aus dem 19. Jahrhundert heute noch genauso aktuell sind wie damals, etwa wenn es um den Einsatz für Notleidende geht. Dazu müssen wir die Armen und die Armut aufsuchen, bis in die verborgensten Schlupfwinkel ihrer Verhältnisse, die Quellen der Armut erforschen, ihre Leiden und ihre Tränen mit ihnen teilen. Er sagte, dass nicht Mildtätigkeit die Antwort sein können auf die Herausforderungen, die die Zeit des aufkommenden Industrialisierung den Menschen stellte. Eine gesunde und tragfähige Sozialstruktur müsse erarbeitet werden. Er wies auf die Sozialverpflichtung des Eigentums hin, forderte das Sozialstaatsprinzip als Verfassungsprinzip, ein Gedanke, der erst im Grundgesetz der Bundesrepublik verwirklicht wurde. Liebe Schwestern und Brüder, Bischof Ketteler war einer der ersten, die sich die soziale Frage gewidmet haben. Sein Aufruf an die Arbeitnehmer des 19. Jahrhunderts, sich zu organisieren, wurde in vielen Pfarrgemeinden befolgt. Katholische Arbeiterunterstützungsvereine versuchten noch vor der Sozialversicherung durch Bismarck die Not und das Leid der Arbeiter und Menschen und ihrer Familien zu lindern. Aus diesen Arbeitervereinen und ihren Zusammenschlüssen entstand die KAB Deutschlands. Liebe Schwestern und Brüder, sicherlich würde der streitbare Bischof heute lautstark seine Stimme erheben gegen die ausufernde öffentliche Verschuldung, gegen das selbstmörderische Beschleunigung des Arbeitstempos, gegen die Verschwendung der natürlichen Ressourcen, gegen die Missachtung der Familien, gegen das moderne Sklaventum der global agierenden Unternehmen. Im Fürbittgebet brachten KAB-Mitglieder ihre Anliegen ein. Ich bringe ein Gesetzbuch. Bischof Ketteler setzt sich zeitlebens dafür ein, dass die Arbeitnehmer, die durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit in ihrer Existenz bedroht waren, eine staatliche Unterstützung erhalten sollen. Für alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft gebe ihnen die Einsicht, dass der Mensch wichtiger ist als Aktien und Unternehmensgewinne und dass die Familie geschützt werden muss. Wir bitten. Beim anschließenden Stehempfang im Altensheimer Pfarrheim stellte der Diözesanvorsitzende der KAB, Andreas Holl, in einem Vortrag vor über 100 Gästen Bischof Ketteler näher vor. Wir schreiben das Jahr 1844. Pauperismus ist der Zeitbegriff für die katastrophale Armut. Eine Armut, die sich im Tempo einer Epidemie ausbreitete. Große Erfindungen veränderten das Leben und die Arbeit. Die damit einhergehende Verelendung in den industriell geprägten Städten wurde jedoch von den Verantwortlichen nicht wahrgenommen bzw. verdrängt. In diese Zeit hinein wird Emanuel Wilhelm von Ketteler am 25. Dezember 1811 in Harkotten als vierter Sohn von Maximilian Friedrich, Freiherr von Ketteler Harkotten und Freiin Clementine von und zu Wenigebeck geboren. Er wächst im wohlhabenden und katholisch geprägten Landadel im Münsterland auf. Zwei Schwerpunkte prägten das Leben von Bischof von Ketteler: die soziale Frage und die Frage, ob eine katholische Kirche eine christliche Gesinnung politisch vertreten kann. Seine Worte: die Freiheit bedarf der Religion und die Religion bedarf der Freiheit, bezieht Ketteler auf das Ziel, dem Menschen zu dienen
Und zwar gerade, weil der Mensch Ebenbild Gottes und zur ewigen Gemeinschaft mit ihm gerufen ist. An einen menschenfreundlichen Gott zu glauben, heißt, sich für eine menschenfreundliche Welt einsetzen. Mit dem Blick auf die Not der Menschen wird Ketteler zeitlebens getriebener sein, auf der Suche nach Lösungen. Dabei scheut er sich nicht, Gedanken politischer Gegner zu prüfen. Er entwickelt Visionen, die seiner Zeit weit voraus sind, und versucht immer wieder und manchmal ganz allein auf sich gestellt, mit einer grandiosen Rhetorik Verantwortliche zu überzeugen. Am 13. Juli 1877 stirbt der große Sozialbischof auf seiner Rückkehr von Rom im Kapuzinerkloster in Burghausen. Er erlebt nicht mehr die in den 1880er Jahren erfolgreichen Bemühungen um den Aufbau von sozialen Einrichtungen und Gesetzen. Mit dem Sozialrundschreiben Rerum Novarum von Papst Leo XIII. Im Jahr 1891 erhielten die katholischen Arbeitervereine ihre Anerkennung. Die KAB sieht sich gerade heute in der Tradition von Bischof von Ketteler verpflichtet.